MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Machen können wollen. Also ich hab da ja so eins im Kopf. Ja, hat drei Buchstaben. Nein. Da haben wir aber Quatsch. So eine kleine personelle Schwierigkeit. Ja, stimmt, da müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Aber sonst bin ich da sehr für. Aber dann kann man ja noch gucken, was man da sonst noch so machen könnte. Ja, ach, hier darf ich nur 80. Oh Gott. Wobei mir jetzt auf Anhieb nicht sehr viel einfällt. Nur weil das eine Projekt läuft ja fehlerfrei. Ja. Mit guter Performance. Ich weiß gar nicht, wann kommt die Folge hier? Die kommt recht bald schon, ne? Die kommt nächste Woche schon. Ja. Mhm. Nee, okay. Dann können wir da. Dann kam da noch nichts, wahrscheinlich. Nee. Oh, schön, rechte Spur. Aber das, was ich vorhin angesprochen habe mit dem Alaskan Truck Simulator. Gucken wir es uns mal an, oder? Nee, ich halte davon nichts. Hältst davon nichts? Nee. Ich meine, das ist schön und gut, dass du da... Ich guck mal, wie es so ist. Reifen, ich hab noch nichts dazu gesehen. Reifen wechseln und campen und übernachten und blablabla, aber für mich ist das nichts. Da muss ich sagen, schätze ich den ETS mehr. Ja, ich hatte ja gedacht vom Logo her, dass da SCS in irgendeiner Form dran beteiligt ist. Aber die sind da außen vor. Ja. Oh, hier ist ein Unfall. Na, schon wieder. War ich schon wieder unter einer Bahnstrecke durch. Ich glaube, das ist wieder die, die mich die ganze Tour über verfolgt. Das habe ich schon mal gemerkt. Habe ich schon mal gehabt. Ja, gut. Solange ich nur die Bahnstrecke nicht verfolge. Naja, die Bahn kann die nicht verfolgen. Die ist ja nicht pünktlich. Ja, wobei ich bin in Norwegen. Also von daher. Ja, gut, da sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, die sind da kompetenter, was das angeht. Das ist wohl wobei, wahr, ja. Kompetenter als die Deutsche Bahn ist jetzt auch nicht so schwer. Hallo? Jede Spielzeugeisenbahn ist kompetenter als die Deutsche Bahn. Das ist wohl wahr, ja. Ja, aber ich glaube, die sind da ja tatsächlich ziemlich gut dabei in Norwegen, unter anderem auch was öffentlichen Nahverkehr angeht, oder? Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass die Schweiz sehr gut ist. Ja, okay, das ist kein Geheimnis. Ja. Und dass die Schweiz auch ein bisschen lachen musste, als Deutschland angekündigt hat, so Taktfahrplan 2030 oder so, weißt du? Die Schweiz gesagt, ja, Taktfahrplan ist in jedem Land möglich, aber man müsste seine Infrastruktur pflegen. Ja. Ja, kannst keinen und die Rechte haben. Ja, kannst keinen Taktfahrplan einführen, wenn das Streckennetz marode ist. Und wenn man sich nur um die Schnell- und die Hochgeschwindigkeitsstrecken kümmert, aber nicht um die anderen. Ja. Nee, ich glaube, die Schweizer fahren doch Takt, ne? Ja, klar. Ja. Schon länger, oder? Von Anfang an. Und bei der Schweiz klappt das auch. Die Schweiz investiert auch auf den Tag runtergerechnet wesentlich mehr Geld in ihre Infrastruktur und das Streckennetz als Deutschland. Mhm. Ja, deutlich. Ja, deutlich. Das ist Vielfache. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr. Ich weiß gar nicht, also ich glaube... Boah, bestimmt, ja. Wenn nicht sogar mehr als, ich glaube, fast das 7- oder 8-fache, weiß ich nicht. Da gab es mal eine Doku. Kann, glaube ich, sogar hinkommen. Ja, ich habe auch mal was dazu gesehen, ich weiß es aber nicht. Da gab es eine Doku, da hat ein Schweizer Vorstand auch dazu berichtet und hat die Zahlen gegenübergestellt. Also, Deutschland ist, wenn man es auf den Tag runterrechnet, bei der Investition ins eigene Streckennetz, glaube ich, sind die noch unter 50 Euro am Tag und die Schweizer sind da ungefähr bei, ich glaube, 200, 300 Euro oder so. Ja, irgendwie sowas. Läuft quasi wie ein Schweizer Uhrwerk, die Bahn, ja? Ja, kann man so sagen. Ja. Oh, ich bin erster Aufenthalt in Novi Sad.
Also ich muss mal sagen, durch Norwegen fahren, oder bin ich schon in Norwegen überhaupt? Könnte auch noch Schweden sein. Muss ich mal auf die Karte gucken. Überhaupt da oben, die skandinavische Ecke ist einfach nur genial. Ja, aber fährt sich auch sehr angenehm. Also ich habe bis jetzt tatsächlich fast komplett freie Bahn gehabt. Noch bin ich in Schweden. Freie Bahn mit Marzipan. War erst hier unten rüber nach Norwegen. Das wusste ich nicht mehr. Ja, ist egal. Ich denke, Schweden und ÖPNV ist da ziemlich ähnlich. Da steht schon wieder die Polizei, da hat's gekracht. Generell so die nördlichen Länder sind ja insgesamt recht fortschrittlich. Mhm. Ja, auch was das Internet angeht. Ja. Internet? Ist das nicht Neuland? Ja. Internet ist Neuland, ja. Das, was in Deutschland leider nicht alle kriegen. Genau. Und wenn, dann oft nur ungenügend. Ja. Mhm. Sie haben ja Internet. Es heißt ja nur, dass man... Sie haben ja Internet. Es funktioniert nur halt nicht immer und auch nicht gut, aber sie haben. Das heißt ja nur, dass man flächendeckend das Internet ausbauen möchte. Wie viel die Leute davon kriegen, es steht auf einem anderen Blatt. Ja. Und E muss reichen. Ja, das ist der Mindeststandard. Ja, E wie einfach halt. Du hast einfach Internet. Ja, genau. Motz mal nicht, du hast einfach Internet. Jeden Tag ein Bit. Echt doch. Ja. Also, ihr solltet eure Internet in Deutschland jeden Tag ein bisschen besser, ne? Ja. Oh, nein. Ihr solltet eure Ansprüche mal runterschrauben, echt. Jeden Tag ein bisschen besser. Ja. Das könnte auch eine Werbung für Bosch sein. Für Akkuschrauberaufsätze, die nennt man ja auch Bits. Ja. Jeden Tag ein bisschen besser. Oh geil. Meine Güte. Wow. Ach ja. Ich tucker hier mit 85 hinter einem LKW und wir sind die ganze Zeit auf gleicher Höhe. Elefantenrennen? Nee, ich bin hinter ihm. Achso. Ja. Hinter ihm auf gleicher Höhe? Ja, also was den... Ja, ja. Kannst du schon in seinen Außenspiegeln sehen, was passiert? Ja. Also ich bin hinter ihm und der Abstand verringert sich fast gar nicht. So kann man das... So, okay. Also... Weil ich dir meinen Vorschlag auch zugetraut hätte. Mhm. Mittendrin statt nur dabei, ne? Ja, genau. Ja, jeden Tag ein bisschen besser. Ah, was ich noch gucken möchte, habe ich denn irgendwo unterwegs eine Garage mal? Ich gucke auf der... im Garagenmanager auf der Kartenansicht. Das ist, glaube ich, einfacher. Vor allem, wenn die Karte sich beim Ranzoomen wieder aufhängt. Okay. Ja, ich weiß nicht, da hat er irgendwie Schwierigkeiten mit der Karte. Auch zum Laden dauert das manchmal ein bisschen länger. Mhm. So, Kartenansicht. Hier in Sundsvall, da kann man noch was kaufen. Das ist aber eine gute Idee. Ich könnte auch mal gucken, ob unterwegs so die ein oder andere Garage... Oh komm, Alter, du bist schwerer beladen als ich. Oh, scheiße, den habe ich nicht gesehen, den PKW. Ich fahre sogar fast direkt dran vorbei, das passt ja super. Nur in eine Seitenstraße kurz rein. Den PKW habe ich nicht gesehen, den PKW, dem tue ich weh. Garagenmanager. Also alles wie immer? Ja, alles wie immer. So, die habe ich... Was ist los mit dem da vorne? Hat er nur 20 PS oder was? Ja, biegt ab. Finde ich gut. Biegen alle ab. Finde ich sehr gut. Magdeburg.
Toll. Da gebe ich gerade mal kurz Gas und Geschwindigkeitsvertretung. Ach, hier ist wieder so ein Grenzposten, wo die LKWs an der Außenspur vorbeigeleitet werden. LKWs und Busse. Magdeburg haben wir noch nicht. Und Aarhus könnten wir auch noch mal eine Garage kaufen. Das war nicht. Kaufst du die Garagen gerade über die. Na, da musst du dann vorbeifahren, oder nicht? Ja, ja, richtig. Da musst du hinfahren, aber fährt ja eh nach Dänemark. Ja, weil er gerade sagt Magdeburg. Ja, komme ich direkt dran vorbei. Ach ja, dann, ja gut, dann geht das. Wohin musst du denn nach Dänemark? Ganz in den Norden. Ah, okay. Lalalala. Oh, auf der Autobahn ist wieder so dunkel, da siehst du nichts. Mayo? Ja. Mach Licht an. Ja, Fernlicht habe ich jetzt angemacht. Dann sehe ich auch was. Also Ingame habe ich jetzt Mittwochmorgen 6.43 Uhr. Also bei mir ist das alles schön sichtbar. Hm. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht. Kurz vor 11:30 bei mir. Also mittags. Ich hab Sonntag, 2.21 Uhr. Oh, schön. Man sieht so viel nix. Ja, genau. Nee, nix sehe ich überhaupt nicht. Ist ja kein Multiplayer. So, ich wollte mal das Pendant zu jeden Tag ein bisschen besser liefern. Ja. Das? Ja, war. Warum hat sich denn jetzt der Discord gemeldet? Keine Ahnung, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir schon. Aber ich habe auch Streaming-Modus drin, von daher. 14 Uhr, darum. Borderlands. Ach ja, Borderlands, genau. Dann werde ich mal gerade meinen Bordcomputer umstellen, damit ich meine Tankanzeige im Blick habe. Was macht er hier? Parken? Also selbst mein Navi zeigt mir 80 an. Ich fahre einen LKW. Warum fahren wir da in 70? Wenn hier auch 90 ausgeschildert ist. Du hast bestimmt dein Navi manipuliert. Was kann der Money ja, jetzt wieder? Ja, und die Schilder, die hier stehen auch, ne? Was mir hier noch fehlt im ETS, bei den Neufahrzeugen, so der Automat, der Bremsassistent und Spurassistent und... Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja. Das Thema. Weiß aber halt nicht, inwiefern das umsetzbar ist. Ja. Aber cool wäre es auf jeden Fall. Ja. So, ich mach mal Elefantenrennen hier. Weil dann müsste das Ding halt auch theoretisch jedes Auto erkennen. Ja. Und ich weiß nicht, wie die das... Fahrzeug. Ob die das so einfach regeln können. Ja, langweilig. Kann ich ja in keinen mehr reinkrachen. Ach, das ist ein LKW-Abschleppwagen. Okay. Wobei theoretisch... müsste das Ding dann, wenn das gehen würde, die quasi die Hitbox von dem Auto erkennen und wenn du da zu nah rankommst, bremsen. Ja genau, kann ich nie mehr an einen reinkrachen, dann wird der ETS langweilig. Wobei man kann... Klingt jetzt für mich so, als müsste das umsetzbar sein, aber ja. Ich bin da jetzt... Wobei halt man ich finde dann auch, dass man ihn abschalten können sollte. Ja, definitiv. Damit... Gerade den Notbremsassistenten. Ja, damit der Mario überall reinschießen kann. Weil... Ja, aber das ist ja tatsächlich so, zumindest in der Realität, dass der Notbremsassistent manchmal voll für den Arsch ist. Ja. Habe ich schon gehört. Ja, aber bitte nicht, das Thema haben wir schon mal ausführlich diskutiert. Oh, ja. Gott, was haben wir über positiv und negativ? Ich weiß, da habe ich mich aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber das ist lange her, ja. Ich habe das letzte bei uns mit einem Fahrer gesprochen. Oh, da hatten wir auch dieses Thema Assistenten und so weiter und sagt da,